Hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Football Manager 22 Karriere mit Borussia Mönchengladbach. Und ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin noch leicht erkältet, aber ich wollte jetzt unbedingt aufnehmen, denn die letzte Folge ist schon gefühlt ein paar Monate her. Das liegt aber daran, dass ich einfach nur schwierig aufnehmen kann. Außer ich bin halt zu Hause und das bin ich aktuell, deswegen nehme ich jetzt auch auf. Aber ich habe euch da ja schon in den Kommentaren geantwortet, als ihr da so ein bisschen nachgefragt habt. Das fand ich übrigens sehr cool. Und deswegen kommt jetzt wieder was. Diese Folge hier sollte eigentlich schon viel früher online kommen. Das Problem ist, dass ich die irgendwie vergessen habe aufzunehmen und dann hatte ich keine Zeit, die aufzunehmen. Aber deswegen gibt's jetzt den Saisonrückblick endlich für euch. Plus, dass wir mal so durchschauen, wie der Kader nächste Saison aussehen könnte. Und dann zeige ich euch die Position, wo ihr mir sehr gerne Transfervorschläge machen könnt. Ich habe schon gesehen, dass ihr den einen oder anderen vorgeschlagen habt. Aber die Personalien behandeln wir erst in der nächsten Folge. Ja. Danke für die Vorschläge erstmal und ich finde es sehr cool, wenn ihr da Sachen vorschlagt. Aber bevor das Video richtig losgeht, noch mal eine ganz kleine Frage an euch, denn ich hätte theoretisch Bock, mal bei Twitch zu streamen. Entweder die Gladbach-Karriere einfach mal ein bisschen vorankriegen oder eine neue Karriere anfangen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Aber ich denke mal, dass ihr, wenn ihr die Karriere hier schaut, dann eher auf die Gladbach-Karriere auch Bock habt. Aber hättet ihr Bock auf Twitch, weil ich hätte da sehr Bock drauf, dass wir da mal einen Stream machen, das nächste Mal, wenn ich wieder zu Hause bin. Denn dann können wir einen längeren Zeitraum aufnehmen. Also sozusagen aufnehmen und dann kann ich das zu kleineren Folgen zusammenschnibbeln und dann gibt es auch in Zukunft dann häufiger Videos, falls ihr dann beim Stream nicht dabei sein könnt oder wollt oder was weiß ich. Sprich, dann könnte ich ein bisschen regelmäßiger was raushauen. Fände die Idee ziemlich cool, aber dazu müssten dann natürlich auch ein paar von euch zugucken, ansonsten macht das wenig Sinn. Und was auch cool wäre, dann könnten wir das nochmal interaktiver gestalten als ohnehin schon. Aber gutes Stichwort Interaktion. Wie gesagt, Transfervorschläge von euch fände ich sehr cool oder finde ich sehr cool. Und deswegen schauen wir jetzt mal auf die Transfers für nächste Saison. Genau genommen erstmal auf die Ausgänge, also die rausgehen, die wechseln, die Abgänge. Das ist es. Und zwar verlassen uns einige viele Spieler sogar ablösefrei, denn die ganzen Verträge habe ich auslaufen lassen. Das sind überwiegend Spieler der zweiten Mannschaft bzw. der A-Jugend, bei denen ich aber nächste Saison und vor allem in den kommenden Saisons nicht wirklich den Durchbruch sehe bezüglich der ersten Mannschaft. Deswegen gehen die alle, sprechen müssen neue Spieler ran. Und das haben wir auch geschafft, aber die Spieler kennt ihr eigentlich schon. Und zwar Fagan Welcott, Van der Sloot, Juelo. Da wird es halt wie gesagt ein bisschen interessant, inwiefern er sich da durchsetzen kann. Ich sehe schon, der Scout ist nicht wirklich überzeugt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich euch damit überzeugen konnte, aber ich hoffe, er überzeugt uns noch in Zukunft. Es waren halt große Vereine an ihn interessiert und die Werte sehen jetzt nicht schlecht aus, finde ich. Ist halt ja alles über 12. Kann man machen, denke ich mal. Ist jetzt nicht langsam. Also mal schauen. Es wird halt ein Konkurrent eigentlich für Vargas werden, für den Ersatzmann, denn ich möchte da noch was Besseres verpflichten. Aber ablösefrei dachte ich, ist nicht falsch und vor allem war halt Menu interessiert und dann dachte ich, so schlecht kann er ja nicht sein. Ansonsten haben wir noch Diakite, Sanchez, Ibrahimi. Den hatten wir ja schon bei der Zeiss-Karriere. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ihn geholt habe, weil er mich da eigentlich überzeugt hat. Aber gut, das war vierte Liga, aber wie gesagt, ist halt auch für die zweite Mannschaft eingeplant. Und Erik Schuranov, der zu gut ist eigentlich für die zweite Mannschaft, aber entweder der neue Ersatzmann wird für den Sturm, wenn Demirovic gehen sollte, entweder ablösefrei oder Transfer, müssen wir mal schauen, weil richtig krass überzeugt hat er bisher noch nicht. Andererseits mag ich ihn eigentlich sehr und er hat auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben und die Werte sehen ebenfalls echt gut aus. Sprich, da müssen wir mal schauen, aber Schuranov kommt immerhin mit der Empfehlung von 17 Scorerpunkten in 28 Spielen, was ich persönlich ziemlich gut finde für den Zweitligisten. Ich weiß gar nicht, wo Nürnberg letztendlich gelandet ist. Das können wir nachher dann gucken. Wie gesagt, Saisonrückblick. Wir gucken uns die anderen Ligen auch nochmal an. Ich mag ihn einfach sehr. Das ist der Hauptgrund, warum ich ihn geholt habe. Und zweitens war er ablösefrei. Und ich fand, da macht man nicht viel falsch. Ansonsten verleihen wir ihn wieder vielleicht zurück zum Club. Mal schauen. Genau, das sind aber die Neuzugänge. Und da sollen natürlich Leute dazukommen. Deswegen seid ihr gefragt. Und wir schauen uns kurz den Kader an. Wir haben im Sturm Thuram, der zu den wenigen Spielern gehört, die ich eventuell abgeben möchte, denn der Kader für nächste Saison stellt sich eigentlich relativ einfach zusammen, denn ich möchte den großen Teil eigentlich behalten, aber wir sehen erstens, es sind ein paar Vereine schon interessiert, zum anderen Thuram bin ich eigentlich sogar geneigt, ihn eher abzugeben, denn sein Vertrag läuft aus und Stand jetzt hat er gemeint, er möchte ihn jetzt nicht unbedingt verlängern, mal schauen, ob er sich das nochmal, die Meinung nochmal sich ändert, ob er sich das nochmal anders überlegt, so. Aber 25 bis 28 Millionen sind halt schon ein Brett. Abgesehen davon haben wir sowieso 40 Millionen für Transfers, also das kommt noch dazu, sprich ihr könnt ruhig ein bisschen
höher ins Regal greifen, wenn ihr wollt, bei den Vorschlägen. Blair möchte ich abgeben. Erstens gehaltstechnisch, zweitens kriegen wir noch ein paar Millionchen, drittens war die Saison einfach grottig von ihm, ehrlich gesagt. Auf der 10 für Stindl könnten wir überlegen, dann nochmal einen besseren zu holen oder wir machen eine andere Taktik. Ich bin nämlich eigentlich geneigt, nochmal die Taktik zu ändern, denn so richtig gefallen hat es mir nicht. Andererseits, die Liga-Platzierung spricht ja für sich, dass es funktioniert hat. Wir sind ja immerhin Vierter geworden und spielen nächstes Jahr in der Champions League. Also so falsch kann es ja nicht gewesen sein, aber ja. Und auf der rechten Seite, Hofmann soll erstmal bleiben, aber halt auch Konkurrenz bekommen. Ansonsten hätten wir noch Benze Baini, der eventuell gehen könnte, wenn ein gutes Angebot kommt. Ich meine, der ist irgendwie zu gut für ein Backup. Bloß mehr als ein Backup ist er bei mir nicht. Ansonsten, Leiner will ich abgeben, wollte ich ja letzte Saison schon abgeben. Erstens ist er unser Topverdiener oder einer der Topverdiener. Zweitens ist er mir das nicht wert. Drittens hat er jetzt auch nicht wirklich überzeugen können. Elvedi als Rechtsverteidiger, warum auch immer, hat richtig gut funktioniert. Und dann haben wir noch Skelly, dann brauchen wir Leiner nicht. So, ganz einfach, dann haben wir noch Manu Kone, der natürlich bleiben soll. Außer es kommt jetzt vielleicht ein Leihangebot, obwohl eigentlich ist er zu gut zum Verleihen. Deswegen, nee, der bleibt. Wir spielen Champions League, da brauchen wir auch einen größeren Kader. Vargas bleibt natürlich als Backup. Janschke bleibt für die als Routinier so und Hermann genauso. Und damit sind eigentlich schon viele Positionen vergeben. Zudem kommt ja noch der Argentinier mit dazu. Vielleicht noch ein, zwei Talente, mal schauen. Aber ja, das war's dann so im Großen und Ganzen. Sprich, wir brauchen für die Außen definitiv neues Material, beziehungsweise für einen Sturm auf der 10 und eventuell fürs Zentrum. Mal schauen, obwohl das jetzt nicht unbedingt nötig ist, wenn wir Kramer und Neuhaus da stehen haben, plus Kone. Aber eventuell noch einen vierten Mann, obwohl wir haben Schallenberg. Aber wir sehen, dass unter anderem der HSV interessiert. Und Vargas ist ebenfalls der HSV interessiert. Hier ist Barcelona interessiert. An Thuram, Southampton, Elvedi hat Aston Villa und Everton als Interessenten. Und Newcastle an Sommer. Sprich, potenziell könnten da nochmal Millionchen reinkommen, aber Jan Sommer ist für mich eigentlich unverkäuflich. Ja, genau, das soweit zu den Personalien. Jetzt schauen wir mal auf die Saison, wie das so lief. Wir sind, wie gesagt, auf Platz 4 gelandet. Bayern auf der 1, Borussia Dortmund auf der 2, Stuttgart auf der 3, Riesenüberraschung. Wir auf der 4 im Vergleich zum Real Life ebenfalls eine Riesenüberraschung, aber eigentlich eine Position, wo Gladbach eigentlich hinstrebt oder beziehungsweise hingestrebt hat die letzten Jahre. Dann haben wir noch Bayer Leverkusen. Eintracht Frankfurt nur für die Conference League und Freiburg? Naja, egal, auf jeden Fall, wir haben noch nicht zwei Mannschaften in der Conference League, oder? Was? Ach, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall Frankfurt ebenfalls mit einer guten Saison, wieder in der Euroleague dabei. Freiburg auf Platz 7, Leipzig eigentlich eine größere Enttäuschung, nur auf Platz 8. Und Wolfsburg ebenfalls, Köln mit einem soliden 10. Platz, Hoffenheim auf Platz 11. Mainz auf Platz 12, Hertha Platz 13, Augsburg 14, Bielefeld 15. Union im Vergleich zu Real Life enttäuschend, aber eigentlich eine Region, wo man den Verein vor der Saison irgendwie, warum auch immer sieht, obwohl für mich Union Berlin schon auf jeden Fall zu einem gefestigten Verein der Liga gehört. Und dann haben wir Bochum und Greuther Fürth, die beiden Aufsteiger steigen ab und da könnten wir theoretisch auch mal nach Spielermaterial gucken. Aber genau, das soll jetzt gar nicht Thema sein. Thema ist das hier, dass Lewandowski 40 Tore geschossen hat. Sorry, wahnsinnig unprofessionell von mir. Lewandowski 40 Tore. Also ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Also, sowohl die Werte, aber als auch das hier. 53 Spiele, 45 Tore und dazu nur 9 Vorlagen. Was zum Henker. wow. 40 Tore, mal eben so geschossen. Daniel Mahlen anscheinend Haaland da verdrängt, was die Tore angeht. Nils Petersen mit 25 Toren. Interessante Saison, würde ich mal so sagen. Und dann kommt hier irgendwann Thuram mit 14 Toren immerhin. Aber da müssen wir eigentlich gucken, dass wir da nächste Saison fast noch entweder einen zweiten oder einen besseren bekommen. Haaland, notenbester Spieler neben Lewandowski und Serge Gnabry, Marco Reus, Top-Vorlagengeber mit Abstand vor Leroy Sané und Pascal Groß bei Hoffenheim. Ich glaube, da habe ich mich schon mal gewundert, dass er jetzt dort ist, aber warum nicht? Und Spieler des Spiels natürlich Lewandowski, Pedersen und Haaland. Manuel Neuer ohne Gegentor vor Trapp und Kobel, ansonsten gelbe Karten. Kimmich, bisschen aggressiv unterwegs hier mit 17 gelbe Karten. Jedes zweite Spiel eine gelbe Karte, kann man mal so machen. Okay, gut. Ansonsten ist das soweit mit der Bundesliga erstmal vorbei gewesen. Wir können jetzt vielleicht nochmal auf den Pokal gucken. Ja, ich habe fast vergessen, euch den DFB-Pokal noch zu zeigen. Und zwar holt sich den
Stuttgart im Elfmeterschießen. Gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Kleiner Nachtrag, das habe ich irgendwie vergessen. Und Champions League. Man City gegen Liverpool im Finale. So, Borussia Mönchengladbach. Saisonrückblick, Saison 2021-22. Und wir gucken uns natürlich erstmal die Neuzugänge an. Und da sehen wir Schallenberg anscheinend als Transfer des Jahres betitelt. Gut, mit einer 2 plus. Heißt, ich habe nicht so riesen Transfers gemacht, aber eigentlich fand ich die Transfers alle ziemlich überzeugend. Der Vorstand ist sehr erfreut über die Verpflichtung von Schallenberg, hauptsächlich deshalb, weil man den Spieler für ein geringes Gehalt verpflichten konnte, als es für einen Mann mit seinen Qualitäten üblich ist. Ich meine, für 2,7 Millionen, wie viel ist er wert mittlerweile? Gut, ungefähr noch das, vielleicht ein bisschen mehr. Aber er hat eine gute Saison gespielt und als Backup finde ich den klasse. Hat insgesamt 26 Spiele gemacht, ein Tor immer geschossen, aber eine 7-3er Bewertung. Für einen Backup, wie gesagt, der frisch aus der zweiten Liga hoch in die erste Liga gewechselt ist, finde ich den auf jeden Fall absolut machbar, auch von den Werten her. Sieht er echt schnieke aus und für mich der perfekte Christoph Kramer Ersatz. Dementsprechend bin ich dahingehend sehr zufrieden. Demirovic, 4 Millionen habe ich da ausgegeben, okay. Das ist eventuell ein bisschen sehr viel gewesen, merke ich gerade. Da könnte man von ein bisschen Misswirtschaft reden. Ruben Vargas, 7,25 Millionen, ebenfalls ein bisschen viel. Der zweite Transfer, der nicht so gezündet hat, wie ich es mir erhofft hatte. Ruben Vargas war halt einer, wo ich mir eigentlich gut vorstellen konnte, dass er mal zu Gladbach wechseln könnte in Zukunft. Und bei Demirovic finde ich das eigentlich ähnlich. Also sprich, ich habe die eher aus dem Realismusfaktor geholt, obwohl man beim Football Manager jetzt nicht so krass auf den Realismus achten sollte. Aber das fand ich eigentlich nicht schlecht. Zudem haben wir einen Luca Netz bekommen. Dementsprechend habe ich gedacht, da ist ebenfalls realistisch. Abgesehen davon mag ich ihn aber eigentlich. Plus kleine Randnotiz, ich habe mal gegen ihn gespielt. Aber ja, das ist jetzt wieder so Rumgeflexe auf unnötigem Niveau, weil das war vor 20 Jahren gefühlt. Und ja, er spielt jetzt Bundesliga und ich sitze hier und mache Videos mit ihm, über ihn. und dann haben wir hier noch Marvin Friedrich, den haben wir ja auch nicht geholt, also nicht selber, aber ebenfalls überzeugende Saison. Über 10 Millionen hingeblättert und die werden wir für beide nicht mehr bekommen. Aber wie gesagt, sind halt Ersatzspieler, jetzt für nächste Saison dann noch mehr. Vielleicht können sie dann nochmal eine bessere Saison machen, ich bezweifle es, aber wäre cool. Ja. Tabelle. Gut, das hätten wir eigentlich auch hier gleich machen können, merke ich gerade. Gut, dann können wir das jetzt überspringen, aber lief gut. Vorstand ist eigentlich auch zufrieden. Markus Düran, Top-Torjäger. Zuschauerschnitt 50.092%. Das denke ich mal ziemlich gut. Und DFB-Pokal, der lief nicht so gut, weil wir da in der dritten Runde gegen RB Leipzig ausgeschieden sind. Das Spiel, vielleicht erinnert ihr euch noch, war ja nicht das Beste. So, dann haben wir hier erinnerungswürdige Momente. Höchster Sieg 4-0 gegen Union Berlin. Dann denkwürdiges Spiel 3-0 gegen RB Leipzig. Ja, das war die Revanche dann einfach. Fand ich gut, auch wenn Vargas einfach eine rote Karte bekommen hat, aber hat uns gar nicht gejuckt. Und Tor der Saison von Lars Stindl. Und das gucken wir uns natürlich an. Übrigens in der 90. plus 3. Ja. Ein hübscher Freistoß gewesen. Gut. Das war anscheinend das Tor der Saison. Da habe ich auch schon mal bessere gesehen, aber ich meine, war ein schöner Freistoß auf jeden Fall. So, die Finanzen, das sieht doch wunderschön aus hier. Definitiv positive Entwicklung. 197.000 verkäufte Trikots kann sich, glaube ich, sehen lassen. Häufigste Aufstellung haben wir die hier. Und ja, das ist eigentlich auch eine gute Aufstellung, soweit. Aber die werden wir so nächste Saison nicht mehr sehen. Also zumindest nicht mit dem Personal, gehe ich von aus. Aber mal gucken, wie ich das nächste Saison regel. Ihr könnt ja selber mal Vorschläge für Taktiken in die Kommentare schreiben, wie ihr die Borussia gerne spielen sehen wollt. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass für den Kader und die Mannschaft Ballbesitz am besten ist. Vielleicht wollt ihr ja aber was anderes sehen. Sprich, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, wenn ihr Gladbach-Fans seid. Oder auch wenn ihr keine seid, aber ne. So, Spieler der Saison der Fans. Nico Elvedi, Thüram. Ma war Talent der Saison, gut, 24, egal. Neuzugang Schallenberg, Tor der Saison Lars Stindl, Torschütze, haben wir ja schon gesehen. Thüram, meiste Vorlagen, Laszlo Benes, können wir kurz drauf eingehen. Hat eine riesen Saison gespielt und wird dementsprechend nächste Saison auch bleiben. Einfach auch, weil die Werte eigentlich echt gut aussehen. Häufigster Spieler des Spiels, Marvin Friedrich, Nico Elvedi, höchster Notenschnitt und meist angekommene Pässe.
Tatsächlich Schallenberg, okay, nicht schlecht. Die meisten Tore eines Spielers in einem Spiel, Marvin Friedrich mit 2 Toren. Das sagt sehr viel über unsere Saison und vor allem über unsere Offensive aus, würde ich sagen. Meisten Vorlagen eines Spielers in der Saison, okay, okay. Skelly war der unfairste Spieler, alles klar. Gut, dann haben wir das. Das hier ist, glaube ich, nicht so interessant für euch. Sprich, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen voran und dann schauen wir uns die anderen Ligen nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf an. Wir fangen an mit der Premier League natürlich. Man City wird Meister vor Liverpool, ziemlich knapp, ziemlich realistisch. Chelsea auf 3, Man U auf 4, ist dann doch unrealistisch. Und Arsenal, also sieht ziemlich realistisch aus, außer dass man vielleicht Tottenham nochmal mit Man U fast tauschen müsste, beziehungsweise einfach Tottenham hier vorschieben müsste und Man, ach egal, also sieht sehr realistisch aus. Und Southampton, Norwich und Wolves gehen runter, da könnte man gucken, ob man da jemanden erschwinglich ersteigern könnte. Das war die Premier League, Weghorst wird Top-Torschütze. So viel dazu, dann La Liga Santander, Real Madrid wird der Meister in Spanien und auch realistisch, ebenfalls mit Vorsprung. Vor Barcelona, also realistisch. Ja, und was cool ist, Mallorca steigt nicht ab. Mallorca ist ein kleiner Verein, auf den ich gerne gucke in Spanien, einfach weil wir dort immer mal Urlaub gemacht haben und ich da mal so knapp davor war, Messi spielen zu sehen und dann haben sich meine Eltern entschieden, wir fahren da nicht hin, weil wir nicht wissen, wo das Stadion ist. Blöd gelaufen. So wie dazu. Villalbre, 19 Tore vor Karim, The Dream, Benzema mit 17 Toren, Platz 2 der Torschützenliste. Dann Italien, wird Inter Mailand wieder, holt wieder den Scudetto vor Milan. Trotzdem hier auch nicht unrealistisch, Juve auf Platz 3, Roma mit Mourinho auf Platz 5. Vlahovic wird Top-Torjäger vor Giro Immobile und Ibrahimovic. Und dann schauen wir noch, die Bundesliga kennen wir schon, Ligue 1. Paris gewinnt, welche Überraschung, hätte ich nicht erwartet. ja, sehr souverän, sehr klar, David wird Top-Torjäger, ist aber leider zu teuer für uns. Kylian Mbappé und Lionel Messi kommen dahinter, Lionel Messi, Topspieler Lionel Messi, Lionel Messi. Schauen wir uns kurz an, Lionel Messi. Das ist der Mann. Und dann können wir nochmal kurz Portugal gucken. Da sehen wir, spielen die das auch so mit? Nee. Porto gewinnt. Porto, Eredivisie, könnte vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein. Ajax gewinnt. Und der Rest ist, glaube ich, nicht so interessant. Vielleicht bei Österreich. Die haben das doch immer so komisch. Ja, Salzburg gewinnt. Welch Wunder. So, ganz wichtig noch, der FCC scheint aufzusteigen. Oder? Oder? Gut, hier steht jetzt nichts. Werden wir sehen. Nächstes Jahr? Nee, hier. Ah, die spielen noch. Wieder gegen Weiche Flensburg, ja. Das ist ein kleines Déjà-vu. Und ich hoffe, dass es hier beim bei Zeiss besser läuft. Haben die irgendwas neu gemacht? Nicht wirklich. Ja, falls ihr die Jena-Karriere nicht gesehen habt, könnt ihr die gerne mal abchecken. Kleine persönliche Sache. Was ich euch auch noch ganz kurz zeigen wollte, waren 1-2 Spieler, die ich aktuell auf der Liste habe und interessant finde und was eure Meinung dazu so wäre. Wäre cool, wenn der ein oder andere vielleicht da auch für euch dabei wäre. Steven Bergwijn wäre zum Beispiel einer, der wahnsinnig vom Wert heruntergegangen ist, weil er keine gute Saison gespielt hat. Aber der ist jetzt nach Ajax gewechselt, hat jedoch dort auch nicht überzeugen können. Aber er hat aktuell kein Interesse an einem Transfer, deswegen wird das eher schwierig werden, weil er wie gesagt frisch gewechselt ist. Dann habt ihr zum anderen noch Adam Locek vorgeschlagen, der jetzt in echt nach Leverkusen gewechselt ist. Dementsprechend gar nicht so unrealistisch, dass er auch nach Gladbach hätte kommen können. Also jetzt hier in der Karriere, weil wir ja auch Vierter sind. Aber der ist ebenfalls frisch gewechselt. Sprich, der hat ebenfalls kein Interesse an dem Transfer. Sprich, das wird eher schwierig, den zu verpflichten. Dann hätte ich noch Okafor auf der Liste. Preis-Leistungstechnisch wäre der natürlich ein Top-Deal. Problem ist, dass der eventuell genauso scheitern könnte wie unser guter Ruben Vargas, beziehungsweise ähnlicher Spielertyp, bloß ein bisschen schneller noch. Könnte halt genauso halt in die Hose gehen. Plus, er wäre halt quasi ein 1:1 Vargas mit mehr Talent, so ungefähr. Dann hätten wir noch Raul Moro, den kenne ich persönlich gar nicht, aber unser Scout liebt den Typen hier. Ist sogar Manchester United interessiert, hat jetzt noch nicht viel gespielt, wäre einer für die Zukunft. Könnte man überlegen, dass man guckt, dass man auf ihn baut. Das Talent, was er hat, ist riesig. Die Fähigkeiten, die er aktuell hat, noch nicht so riesig. Weiß ich nicht, ob der uns weiterhilft und 10 bis 15 Millionen ist dann auch schon ein gewisses Risiko dabei. Würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Und dann hätten wir noch Thales Magno,
den kenne ich eigentlich nur wegen FIFA, um ehrlich zu sein. Aber auch er hier, preis-leistungstechnisch echt gut eigentlich. Unter 10 Millionen könnten wir bleiben, gehaltstechnisch ist der super. Und der hat Riesenpotenzial und könnte sogar im Sturm und rechts außen spielen. Es wäre ein 1-1-Spieler, also ein 1-gegen-1-Spieler, wahnsinnig trickreich. Flanken müsste er dran arbeiten, aber den fände ich auch sehr cool. Interesse ist zwar zweifelhaft, aber da könnte man ja überzeugen, theoretisch. Ja, das wären so die Außen, die ich aktuell so auf der Liste habe. Für die 10 habe ich genau 4 Spieler. Zum einen wäre das Sebastian Szymański. Ist vielleicht dem einen oder anderen von euch ein Begriff, bestimmt auch eher durch FIFA. Sieht wahnsinnig gut aus. Der kann vor allem auch Standards treten, ist jedoch ziemlich teuer. Aber wenn jetzt ein, zwei Spieler noch gehen sollten, dann könnten wir uns den auf jeden Fall leisten. Wäre natürlich ein Riesendeal. Weiß ich aber nicht, inwiefern der uns dann weiterhilft und was ihr dazu denkt, ob man so viel investieren soll in einen Zehner. Zumal ich ja die Formation nicht mal wirklich weiß, aber falls wir mit einem Zehner spielen, könnte das einer sein. Oder man geht die etwas billigere Variante. Der Mann hier ist ebenfalls kurz vor dem Bundesliga-Wechsel in echt, aber soweit ich weiß nach Mainz eher, hat ja bei Bielefeld überzeugen können. Hier bei PSV nicht ganz so viel gespielt, sprich, das wäre eine Rückholaktion in die Bundesliga. Gehaltstechnisch wäre der super duper. Und vom Geld her an sich geht er voll fit für die Werte, die er hat. Sprich, den fände ich sehr interessant, den Rizzo Doğan, zumal er auch auf Außen spielen könnte, falls wir nicht mit Zehner spielen. Das finde ich ist eine sehr spannende Personalie. Dann hätte ich noch ein russisches Talent mit Arsen Sacharian. Sieht ebenfalls ziemlich gut aus von den Werten, könnte von den Werten her auch außen spielen, ist hier sogar als Inversa-Spieler eher gelistet. Wäre ebenfalls aber wieder mit Risiko behaftet, plus 14 Millionen kostet der Junge. Laut Scout ist es zwar ein guter Preis für ihn, aber ich weiß nicht, ob das für einen 18-Jährigen, der bisher noch nicht wirklich Fuß gefasst hat, obwohl er Stammspieler bei Dynamo Moskau in der russischen ersten Liga ist, aber trotzdem ist das schon sehr risikohaft. Den wollte ich euch noch zeigen. Und Nachi Unuva von Ajax Amsterdam. Das Talent ist grenzenlos quasi, bloß die Fähigkeiten aktuell noch nicht so, obwohl ich die Werte hier an sich schon pervers finde für einen 18-Jährigen. Der hat sich bei Ajax halt nicht durchsetzen können, aber dem würde ich halt einfach Spielzeit geben und dann let's go. Könnte zur Not auch hier vorgeschobener Spielmacher machen, ist aber vom Tackling-Wert her dazu schlecht eigentlich. Könnte auf Außen spielen, ist dafür aber eigentlich zu langsam. Sprich, der wäre wirklich nur für die 10 machbar oder als falsche 9. Aber da würde mich eure Meinung auch mal zu interessieren. Wäre ziemlich teuer, wäre aber auch wahnsinnig talentiert und vor allem jetzt schon von den Werten her sehr weit. Und die letzte Position, die ich euch zeigen wollte, ist der Sturm. Und zwar haben wir dazu, hat jemand von euch Karim Adeyemi vorgeschlagen. Den hatte ich vorher auch schon auf der Liste. Klar, wenn man das Spiel spielt, muss man den Karim Adeyemi auf jeden Fall in der Hinterhand haben. Preislich wäre er noch erschwinglich, weil er keine gute Saison gespielt hat. Wäre aber einer, der bei uns explodieren könnte. Bloß das Problem ist, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. In echt ist er ja jetzt nach Dortmund gegangen. Bei uns, also hier in der Karriere, wäre das, glaube ich, trotzdem ein realistischer Deal. Dennoch weiß ich nicht, ob ich ihn überhaupt haben möchte, weil das für mich schon fast ein Standardtransfer ist. Also eigentlich in jeder guten Football-Manager-Karriere siehst du Karim Adeyemi, weil du an den Typen eigentlich nicht dran vorbeikommst. Weiß ich aber nicht, ob ich auf ihn setzen will. Ein anderer Salzburger, den ich da interessanter fände, wäre Benjamin Šeško. Wäre aber deutlich teurer, hat ein paar mehr Tore geschossen, aber auch nicht viel mehr. Ist ebenfalls von Dortmund in echt umworben. Den fände ich aber eigentlich ziemlich cool für Gladbach. Wäre ziemlich schnell, aber ziemlich teuer. Das waren so die Spieler, die ich euch noch zeigen wollte. Und da habe ich mal eben den wichtigsten eigentlich, den ich euch zeigen wollte, vergessen. Und zwar Corentin Tolisso. Sein Vertrag läuft noch aus. Ich finde ihn sehr interessant für Gladbach. Also hier, weil wir Champions League spielen, die Werte sind pervers. Würde ich euch überlassen, er will seine Optionen noch abwägen. Sprich, da muss ich noch ein bisschen warten, bis ich da ein Angebot machen kann. Gehaltstechnisch würde er angeblich ein bisschen runtergehen. Wenn das nicht passiert, ist er eh nicht stemmbar. Aber wenn das machbar wäre, wäre das ein Riesendeal, glaube ich. Sowohl offensiv als auch defensiv. Und da würde ich aber eure Meinung auch gerne zuhören wollen. Und das war's für das Video hier heute. Ja, ging alles ein bisschen länger jetzt. Ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat. Nein, es kamen jetzt lange keine Videos, dann kann man die Videos auch mal ein bisschen länger machen, hoffe ich. Ansonsten hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Würde mich riesig über einen Kommentar freuen und vor allem bezüglich der Twitch-Sache, habt ihr da Bock drauf, ja oder nein? Und ansonsten hoffe ich, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein.
dann geht's nämlich rein in die Champions League Saison mit Borussia Mönchengladbach. Und bis dahin, ciao, ciao.